Ja, hallo, willkommen zurück bei Auf ein Quickie mit, heute mit Ralf Morgenstern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, hallo. Hallo, wir sind heute im Renaissance-Theater hier in Berlin. Hier spielst du gerade aktuell im Weißen Rössel. Mhm. Ein Singspiel, was sozusagen jetzt aktuell hier läuft. Um was geht es da eigentlich inhaltlich? Im Grunde genommen ganz einfach, es geht um Liebe. Okay. Das ist, wir sind im Renaissance-Theater und die Möbel sind ungefähr so alt wie das Theater, darum quietscht es immer ein bisschen zwischendurch. Nicht, dass ihr denkt, der Morgenstern sollte mal was mit seinen Knochen oder vielleicht eine neue Hüfte sich mal einbauen lassen. Es ist das Möbel, auf dem ich sitze. Im Weißen Rössel ist eine Berliner Operette, die in Berlin für Berliner geschrieben ist, entstehend aus einem Schwank, so nennt man kurze, lustige Stücke. Heute gibt es den Begriff kaum noch. Und in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren wurde daran geschrieben und ich glaube 30 ungefähr hatte das hier in Berlin Premiere im Deutschen Schauspielhaus. Und das war damals ein Riesending, das gibt es heute nicht mehr, an der Friedrichstraße. Mhm. Und da gingen 4000 Leute rein. Und da wurde das schon so konzipiert, dass das komplett als Konzept inszeniert wurde, als Hotel, das ganze Schauspielhaus. Und da stand schon Koffer im Eingang, die Liftboys führten dich zum Platz und so alles. War das also eine wirklich tolle Idee, dauerte 4,5 Stunden. Für 4000 Leute. Und es geht um Liebe und um die Lust des Berliners zu verreisen ins Ausland, nämlich nach Österreich, an den Wolfgangsee. Und da gibt es ein berühmtes Hotel, Hotel, Restaurant und so direkt am See, das heißt im Weißen Rössel. Sehr berühmt geworden durch Filme mit Peter Alexander und so weiter und so fort. Und es geht darum, wie sich verschiedene Lieben zusammenfinden oder auch nicht und neue Konstellationen, also ein sehr modernes Thema. Okay, sehr gut. Und das läuft jetzt gerade hier im Renaissance-Theater. Was verbindest du denn mit dem Theater an sich? Mit dem Renaissance-Theater meinst du jetzt? Ja, ganz viele. Ich bin jetzt hier seit 2000, also spiele immer, es gibt ja kein Ensemble hier am Haus, sondern wir werden immer wieder engagiert, neu für neue Produktionen. Und ich bin jetzt hier seit 8 Jahren oder so, ungefähr vor 8 Jahren das erste Stück. Meistens Inszenierungen mit Thorsten Fischer, aber auch mit Gunbert Wahns. Da nehmen wir jetzt gerade wieder ein Stück auf, Der nackte Wahnsinn, im November. Und es gibt auch nochmal Entartete Kunst, ein Stück über diesen Gurlitt-Kunstskandal hier am Haus, weil die Ausstellung der Bilder der entarteten Kunst, also im Dritten Reich als entartete Kunst bezeichnet, im Gropiusbau im Mitte September, müsst ihr mal Tante Google fragen. Und da nehmen wir das Stück nochmal auf, spielen wir hier. Und das ist sehr, sehr schön auch. Und ich verbinde eben hier mit dem Haus seitdem sehr unterschiedliche Inszenierungen, sehr unterschiedliche Stücke, die ich immer wieder gerne hier in Berlin mache. Außerdem bin ich in 10 Minuten von zu Hause hingelaufen, also auch ganz praktisch. Und aber davon ab, ja, bin ich sehr gerne hier. Ich liebe dieses alte Haus hier. Das ist das einzige, kann ich noch ein bisschen klugscheißern, das ist das einzig noch in Betrieb laufende Art Deco Theater Europas. Und es macht sehr viel Spaß, hier zu sitzen, auf den alten Möbeln zu quietschen. Aber es ist auch ein schöner Saal. Also und es ist ein wunderschönes Theater. Also ja. Da sollte man eigentlich, wieso gibt es hier eigentlich keine Führung? Ich finde, das sollte ich mal irgendwie, ja, oder gibt es die? Ich weiß es nicht. Muss ich auch mal fragen. Ja. Weil hier könnte man wunderschöne Führungen machen. Es gibt ganz berühmte Intarsien hier von berühmten Künstlern, die Stoffe und Tapeten. Die Bühne, dieser Riesenleuchter im Hotel, Theater unten. Und es macht einfach Spaß, hier zu spielen. Und es ist eine tolle Crew. Mittlerweile ist es schon natürlich, also von der Dramaturgie über die Presseabteilung bis hin zur Krankenkasse ist eigentlich Familie. Eine Familie. Ja, das ist sehr schön.
Sehr schön. Du spielst unterschiedliche Rollen im Weißen Rössel. Ja. Ich glaube, drei sind es? Drei, genau. Ja. Die, glaube ich, größte ist wirklich Sigismund Sülzheimer. Genau. Was ist an der Rolle besonders? Ja, die passt zu mir, weil das ist der schöne Sigismund. Das ist eine ganz berühmte Rolle. Ja, es gibt ein ganz berühmtes Lied. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Das ist, singen die Leute auch immer mit. Das ist wirklich ein ganz berühmtes Lied in Deutschland. Das war es, einer der großen Schlager auch der 50er, 60er Jahre. Es wurde von ganz vielen Kollegen aufgenommen. Es wurde auch, es gibt poppige Versionen. Es gibt eine Version von Erste allgemeine Verunsicherung in Österreich. Und also das ist wirklich ein sehr, sehr berühmtes Lied. Außerdem, da wir ein Ensemble von 9 Leuten sind, die alles spielen, im Grunde genommen ist das Weiße Rössel geschrieben als klassische Operette mit einem großen Orchester, mit einem großen Chor, mit vielen Tänzern und vielen Schauspielern, vielen Sängern. Es wird oft mit Opernsängern besetzt, die diese Rollen singen. Und es ist auch nicht so leicht zu singen. Also es sind teilweise sehr schwierige Partituren. Und hier am Renaissance-Theater, dadurch, weil das Theater klein ist, ist eigentlich gebaut als Kino und als, wie heißt es noch, als ja, mit Show-Acts und für Revuen und so und kleinere Produktionen. Und hier gibt es keine Hinterbühne, es gibt keinen Schnürboden. Also musste man das ganze Ding etwas zusammenfalten, sag ich mal. Und Thorsten Fischer, der Regisseur, und seine Mitarbeiter haben das wunderbar gemacht. Und dadurch kommt es, dass wir alle Rollen spielen. Also wir spielen immer eine Hauptrolle, aber auch eben den Kellner Franz oder auch den andere, die Angelika Milster spielt den kleinen Piccolo auch und auch die Jodel-Kati und so. Also es ist wunderbar aufgeteilt. Wir haben hinter der Bühne ziemlich viel zu tun. Unsere Garderobe, Ankleider und so, für die ist das richtig Stress. Vollgas geben. Uns immer innerhalb von 2 Sekunden an- und auszuziehen. Das ist schon sehr schön. Und Musiker sind bei uns mit auf der Bühne. Es gibt auch keinen Orchestergraben hier im Haus. Aber ich finde, dadurch ist es eine sehr heutige Inszenierung. Es ist so eine Unplugged-Version und das finde ich eigentlich super, weil die Musiker sind mit auf der Bühne, wir singen nicht mit Mikro, wir haben keine geklebten Mikros. Es ist so ausgesteuert und so geprobt, dass das im Raum eigentlich immer gut zu verstehen ist. Und es ist so eine Unplugged-Version und ich mag das wirklich sehr. Hast du lange gebraucht, um dich in die Rollen reinzudenken? Ich habe eigentlich den Sigismund in der klassischen Version schon am Stadttheater Klagenfurt in Österreich gespielt. Von daher wusste ich, was auf mich zukam. Und darum hat mich, als ich gefragt wurde hier vom Haus, eigentlich die Arbeit mit Thorsten Fischer sehr interessiert, weil ich wusste, es wird wieder was ganz anderes. Und dann wusste ich ja anhand der Proben, was alles gefragt ist. Und das war einfach eine super Herausforderung für uns alle allerdings, nicht nur für mich, mit diesem Stück eben ganz anders umzugehen. Und das fand ich sehr schön. Und der Sigismund ist natürlich in dem Sinne, ist diese klassische Nummer natürlich geblieben, weil die dramaturgisch und auch vom Liedgut her so vorgegeben ist. Aber es ist eben trotzdem ganz anders und das hat mich an der Arbeit so interessiert. Die Inszenierung ist ja generell auch ein bisschen anders. Ich habe sie empfunden am Samstag bei der Premiere als Mischung wirklich aus der Original-Operette, dem Film, den du angesprochen hattest, aus den 60er Jahren. Und es hat ja auch viele moderne Elemente aus Jazz und Blues oder auch politische Schwenke, wenn Trump mal fällt oder so, wo man sagt, okay, man findet sich eigentlich wirklich in der Kurve von den 20er Jahren bis aktuellen Themen. Meinst du, das ist ein guter Weg, alte Stücke auch vielleicht einem neueren, auch einem jüngeren oder auch einem Publikum zu öffnen? Oder muss es immer die Originalinszenierung sein? Nö, überhaupt nicht, finde ich nicht. Weil
es ist jetzt hier bei dieser Inszenierung, ist es ja nicht gewollt auf modern gemacht. Es sind diese Einwürfe, die dann schon mal kommen, wie zum Beispiel diese Queen-Sache, ja. Die ist einfach aus dem Ton entstanden, den die Winnie Böwe da singen muss. Und irgendwie haben wir bei den Proben, waren wir dann ganz schnell bei Bohemian Rhapsody und dann hat Thorsten Fischer gesagt, lass uns das ausbauen, das ist ganz toll. Die Winnie singt den hohen Ton und ihr singt einfach den falschen Chor hinten dran. Und die Sachen sind so passiert bei den Proben. Das ist auch ganz schön mit Thorsten Fischer, der lässt dann auch sowas zu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man das jetzt so ganz modern machen will. Die Inszenierung ist schon relativ klassisch und hat ja diesen ganz relativ klassischen Jodel, sagen wir mal, Teppich, so ein bisschen. Auch genauso wie diese heurigen Sachen mit der Zither oder mit dem Hackbrett. Also Hackbrett ist eine Zither, aber die wird geklöppelt. Und im Grunde genommen ist das alles geblieben, ist das alles da drin. Aber das Thema Liebe und das Thema Enttäuschung und das Thema Berliner Reisen nach Österreich benehmen sich da daneben, ist ja sehr heutig. Das ist ja so, daran sieht man eigentlich, dass das immer schon sehr aktuell war. Da musste man jetzt nicht, das ist natürlich richtig, dass wenn Walter Kreier als Vater dann auf dem Stuhl sitzt, dann ruckelt es so und dann fahren wir mit der Deutschen Bahn, da dauert es länger. Das sind natürlich schöne Sachen, die des Gags willens natürlich. Aber auch so eine Szene auch mal ein bisschen entkrampfen. Und das ist natürlich, wir sind im Jahr 2018. Und ich finde, diese Themen, die im Rössel vorkommen, sind halt auch immer noch, wie ich schon gesagt habe, sehr häufig. Und diese Probleme gibt es immer noch. Also muss man da gar nicht viel machen eigentlich, außer was Thorsten Fischer eben gemacht hat, ist, dass es so eine Unplugged-Version für 9 Leute ist. Da gab sich einfach, da ergab es sich, dass wir diverse Rollen spielen mussten. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Ob das jetzt besonders modern ist, will ich gar nicht sagen. Ich finde das einfach eine schöne, es ist eine wunderschöne, wunderschöne Ensemble-Leistung. Es ist ein Ensemble, was so aussieht, als wären wir gewachsen, was wir nicht sind, die einen oder anderen untereinander. Wir kannten uns, aber wir sind als Ensemble wirklich durch diese Probenarbeit so zusammengewachsen und haben dadurch sehr viel Spielfreude. Ja, ich glaube, das sieht man auch nicht. Ich glaube, was es ist, ich glaube, es wirkt auch nicht modern gemacht. Es hat nur, also ich kenne die, höre die Operette auch privat. Ich finde, es hat Überraschungsmomente, also durch diese modernen Anbauten. Ich finde, man kann halt Leute, die halt wirklich hingehen und sagen, sie kennen das und erwarten eigentlich entweder den Film oder die Operette immer noch überraschen. Und klar, man holt auch Leute ab, die halt ganz neu mit dem Thema rumkommen, weil sie auch immer einen Bezug haben zu Themen, die sie im Alltag auch kennen. Und das finde ich, ist, glaube ich, sehr, sehr schön und kommt auch wirklich sehr, sehr gut rüber. Und auch das Publikum am Samstag war ja super begeistert, haben wir alle mitbekommen. Bis jetzt, toi, toi, toi. Das wird auch so bleiben. Toi, 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 ich will es hoffen. Ja. Ist natürlich für uns alle und auch für das Haus sehr schön, wenn es eine, also es war bis jetzt ja sehr erfolgreich, also ich will mal uns die Daumen drücken. Ja, wir drücken auch die Daumen. Ja. es geht auch um Urlaub. Warst du selber schon am Wolfgangsee? Nee, am Wolfgangsee war ich wirklich noch nie. Ist wirklich traurig, ich war schon da, du musst da unbedingt hinfahren. Also ich arbeite ja öfter in Klagenfurt am Wörthersee und das ist eben auch traumhaft schön. Und es ist wirklich, ja, es ist ja wie bei einem Sonnenuntergang. Ein Sonnenuntergang wirkt auf Fotos kitschig. Mhm. Aber wenn man dabei ist, die Technik fängt das nicht ein. Mhm. Und das ist auch ganz gut so. Man soll ja viele Sachen auch live erleben. Das stimmt. Und das ist eben wahrscheinlich genauso wie am Wolfgangsee. Ja, klar. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also es gibt so eine Straße, die das Panorama, da kommst du so runtergefahren, bevor du nach St. Gehlen runterfährst und da gibt es so einen Blick und wenn du den einmal gesehen hast, also ich glaube, entweder du verliebst dich oder verliebst dich halt nicht. Ja. Bei mir ist es passiert, ich liebe den Wolfgangsee, also solltest du auf jeden Fall hinfahren. Ja. Hast du sonst Urlaubspläne dieses Jahr? Ja, ich war also Urlaubspläne. Ich fahre auf jeden Fall im September nach Ibiza. Party mal. Nee. Ich bin da ja schon ganz lange und habe da ja auch teilweise gelebt und
Freunde besuchen und schönes Wetter genießen und am Meer liegen und vielleicht auch mal Party machen. Aber wir sind nur 14 Tage da und da ist, das will ich nicht alles verpartieren. Ja. So. Aber ja gut, das ein oder andere. Nun bin ich schon seit ich 17 bin auf dieser Insel. Und das ist schon mal ein bisschen her. Ein bisschen wie zu Hause. Also noch bei, also noch in der Diktatur, bei Franco war ich das erste Mal auf Ibiza und kenne die Insel ganz gut. Und weiß aber auch, dass sich in den Diskos nicht viel verändert hat. Und ich weiß auch, dass ich da nichts mehr verpasse. Ja. Außer, dass ich manchmal, weil da natürlich im Sommer die ganzen Weltstars auftreten, was manchmal wirklich richtig schön ist. Da gucke ich dann, ob ich da vielleicht eine Karte mal kriege und dann gehe ich da hin. Aber ansonsten genieße ich da die Ruhe. Ist auch wichtig. Ja, ist auch wichtig. Und die Insel ist klein, die hat man schnell durchfahren. Bin schnell überall bei den Freunden gewesen. Und wir wohnen auch bei meiner Freundin im Haus und so, alles gut. Und ansonsten fahre ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr weg. Ja, arbeiten. Ich war jetzt so lange, ich war 3,5 Monate hier am Wörthersee, was immer so arbeiten, ich habe da eben keine Hauptrolle auch gespielt und dann hat man natürlich zwischendurch mal einen Tag frei oder so bei den Proben und dann ist es wunderschön, es ist so super, mal eben zum See oder auf den Magdalensberg, was ich sehr liebe, um dann zu wandern da auf dem Berg und so, das ist wirklich super. Im Weißen Rössel geht es ja auch so ein bisschen um Vorurteile von, sagen wir mal, Berlinern die irgendwo, oder generell Touristen, die irgendwo hinkommen. Ja, es geht überhaupt auch um Vorurteile, das stimmt. Es ist also gerade Rolle Sigismund Klärchen, sie stottert, er hat keine Haare und sind trotzdem zauberhafte Menschen, die nicht so ganz der Norm entsprechen. Und das gefällt mir eben auch so an dieser Sigismund-Klärchen-Situation, die sich trotzdem kennen und trotzdem lieben lernen und gemeinsam eben auch verändern. Und da eben zeigt man auch, dass es nicht so wichtig ist, ob jemand lispelt oder ob jemand Haare hat oder nicht. Dass es trotzdem wertvolle Menschen sind. Und natürlich diese ganze Urlaubsnummer, die ja natürlich auch viel Klischee ist, aber vielen Leuten vielleicht auch zu denken gibt, wenn man ins Ausland fährt. Die meisten denken ja, Österreich ist gar nicht Ausland. Die Zeiten sind aber vorbei, zum Glück. Einfach sich im Ausland auch mal ein bisschen anzupassen und Gepflogenheiten zu akzeptieren und vor allen Dingen zu respektieren, den anderen so zu respektieren, wie er ist. Und ich muss nicht alle immer leiden mögen, aber ich sollte doch mein Gegenüber respektieren in dem, was er darstellt und was er ist. Das ist ja alles nicht ohne Grund, um sich miteinander zu unterhalten einfach. Und dann lösen sich ja viele Dinge wirklich auf und das ist eine tolle Erfahrung, wenn man die macht, dass man dann einfach auch mal ein bisschen dazulernt. Also sich im Ausland mal ein bisschen um die Leute zu kümmern und nicht zu denken, ja, das ist jetzt wie zu Hause, ich will hier meine Eisbahn. Was ist denn das für eine blöde Speisekarte? Ist doch auch egal, jetzt bin ich hier und jetzt will ich auch vernünftiges Essen. Das ist auch so doof. Ich kenne das natürlich von Ibiza, ich kenne also von Ibiza, und die Leute dann den Kellner auf Deutsch ansprechen und davon ausgehen, dass der Deutsch kann. Das ist auch so eine Sache. Das ist halt sowas mit Respekt. Also einfach ein anderes Land nicht zu respektieren. Ist aber auch wichtig. Und ich glaube auch im Tourismus. Und ich meine, wir werden immer internationaler und wollen ja auch alle internationaler leben. Aber irgendwie ist man dann doch selber irgendwie eingeschränkt, wenn man irgendwie erwartet denn immer. Ich glaube, so eine Erwartungshaltung liegt halt immer da. Man erwartet, ich bin jetzt Gast. Also es ist ja, wird einem auch nicht so, Gast ist König. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja, das ist auch richtig. Der Gast kann ja König sein, aber der Gast hat sich auch anzupassen. Ja. Ich glaube, das kommt auch selten drüber in dem Stück. Also zu sagen, ich gucke mal tiefer rein oder ich beschäftige mich mit einer Person mal tiefer oder ich lege mal etwas ab und öffne mich. Ich glaube, das ist auch ein guter Mehrwert, den die Leute auch, glaube ich, mitnehmen und verstehen. Ja, toll, toll, toll. Das finde ich natürlich auch immer, egal wie alt das Stück jetzt ist, ist das natürlich sehr wichtig. Ja. Da auch trotzdem neben der Lacherei auch was mit nach Hause zu nehmen. Ihr seid ja 9 Leute, hast du gesagt. Wie wächst man denn zusammen? Also ihr seid ja
unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Schauspieler, die zusammenkommen, auch mit unterschiedlichen Erfahrungen natürlich, glaube ich, mit unterschiedlichen Stücken, mal Film, mal Theater. Wie kommt man da zusammen? Also ist das schwierig? Apropos Respekt. Man kommt natürlich zusammen, weil wir uns untereinander alle respektieren. Mhm. Also in der Art, wie wir sind und was wir gemacht haben oder was wir machen auch. Es hat ja sehr viel damit zu tun, mein Gegenüber erstmal zu respektieren. Und dann wächst man zusammen durch die Probenarbeit. Und es ist auch wirklich so, dass wir uns alle sehr gut leiden können. Das ist nicht immer so, muss aber auch nicht. Man muss ja nicht immer alle leiden können, mit denen ich zusammenarbeite. Aber wenigstens zu respektieren für das, was die Kollegen gemacht haben. Und so ist es natürlich auch durch die sehr enge Probenarbeit, dadurch, weil wir alle die ganze Zeit auf der Bühne waren und immer auch gesehen haben, was macht der andere, was mache ich da, was macht er in dieser Rolle. Also es gab nicht so viel Leerlauf und meistens ist es auch beim Thorsten Fischer, der die Regie ja gemacht hat, ist es eben so, dass der auch gerne hat, dass immer alle da sind. Mhm. Und das hilft dir natürlich auch zu sehen, was macht der Kollege, was macht die Kollegin A und was machen wir zusammen und da in der Rolle bin ich da drin und da, das schweißt schon auch zusammen. Und dann ist eben Komödie ist halt auch, genau wie Musical, ist sehr schwer, weil du mit dem Orchester natürlich immer zusammen, also alle arbeiten ja auf Stichworte. Mhm. Und man muss immer hören, was macht der andere, was sagt der andere, wo ist mein Stichwort, wann fangen die mit der Musik an, wann atmet der musikalische Leiter uns den Einsatz ein. Und das geht nur, wenn das alles so im Zahnrad zusammenläuft. Und das schweißt schon zusammen. Weil da kann ich ja nicht auf die Bühne gehen, meine Nummer machen und mal sehen, das dass war's. Die alle so mitkommen. Ja. Das ist ja nicht so. Ich bin ja permanent mit den Kollegen dran und ich muss permanent auf die Musik hören bei dem, was ich da mache. Permanent auf meine Kollegin, die ich bei dem Tanz halten muss und rumwirbeln und auf den Tisch und wieder runter. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun auch. Und das ist wirklich wichtig und das, wie gesagt, das schweißt zusammen. Okay. Und wir können zusammen lachen. Das ist schon auch schön. Und ich glaube, lachen ist so wichtig und auch den anderen respektieren, wie du sagst, offen sein. Für Leute, die das jetzt nicht so mitkriegen, kann man da auch Feedback geben? Also kannst du hingehen und sagen, so zur Angelika Mietzka spielt der zum Beispiel mit, sagen so, mach das mal so und so, das fände ich super. Ich kann auch sagen, mach das nicht so. Das ist ja noch viel intimer eigentlich, zu sagen, boah, Angelika, bitte lass es. Also so und das nicht böse meinen. Ja. Oder eben auch sagen, pass mal auf, mach das an der anderen Stelle, da ist es schöner. Aber dafür ist natürlich auch ein Regisseur da, der das sofort sieht. Das ist ja auch, was wir auf der Bühne machen, ist ja immer in einer Rolle und dann wieder die nächste Rolle. Wir haben ja überhaupt keine, du hast ja keinen Spiegel vorne, wir können uns ja selber nicht reflektieren. Und dafür ist natürlich ein Regisseur, der da sehr sensibel mit ist, der dir dann auch sagt, nee, lass das da weg, mach das mal da. Aber untereinander können wir es natürlich auch machen. Oder wenn irgendwas nicht mehr stimmt, manchmal versandet ja auch so ein bisschen so eine Disziplin auf der Bühne. Und da muss man wieder jemand haben, der dann sagt, nee, lass es einfach sein. Und da darf man dann auch nicht böse sein. Und wenn man übel nimmt, wird es schwierig. Also ich kann auf der Bühne mit den Kollegen muss ich reden können, aber übel nehmen ist schwierig, gerade wenn man so on Switch spielt wie wir. Wir spielen ja nun wirklich fast jeden Tag. Und wenn man da übel nimmt, dann kommt das ganze Ding kommt in so eine Unwucht. Ins Wanken eigentlich. Ja, und man muss schon gut gelaunt auf die Bühne gehen. Und die Bühne ist eben die Bühne, das ist ja nicht das Leben. Und das muss aber trotzdem für den Zuschauer ja einen Sinn ergeben. Und darum muss das gut laufen und reibungslos laufen, sonst hat der Zuschauer keinen Spaß. Wenn wir keinen Spaß haben auf der Bühne, fällt das nicht über den Bühnenrand nach vorne. Das wird dann eng. Also von daher, es ist sehr viel Disziplin dabei, aber gut leiden mögen ist sehr wichtig. Ja. Dann geht es natürlich auch viel einfacher, wenn ich dir als Freund oder als guten Freund irgendwas sage. Ist ja eine
viel einfacher, über Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht ganz so lustig sind oder so. Und dann ist es einfacher, als wenn ich jetzt mit einem Kollegen sprechen muss, den ich so und so nicht leiden kann. Und der meint, ich habe ihn auf dem Kieker. Das ist immer doof. Das ist immer eine blöde Situation. Darum muss man da immer auch fair bleiben, den anderen respektieren. Und dann geht es auch gut. Und dann kommt eben auch so ein super Wurf. Es ist ja, dieses alte Sprichwort ist, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Und leider ist es ja so. Und Diktatur im Theater dauert halt sehr lange. Geht halt natürlich immer schneller, wie in anderen Berufen auch. Demokratie dauert sehr lange. Gerade natürlich sehr aktuelles Thema. Aber man muss halt sich zusammenraufen und dann geht das auch gut. Ja, und ich glaube, ihr habt wirklich auch Spaß. Also man kriegt das auf jeden Fall mit. Man hat das mitgekriegt. Ich glaube, das Publikum hat es auch mitgekriegt. Was kommt nach im Weißen Rössel bei dir? Schon Pläne? Es gibt die Wiederaufnahme von Nackter Wahnsinn im November. Es gibt die Wiederaufnahme von Entartete Kunst hier am Haus. Und dann ist es ja vorbei. Und nächstes Jahr